Ist das hier möglicherweise die letzte Folge von Super Mario Maker 2 Story Mode? Ich meine, wir haben nur noch 4 Level vor uns und ich habe jetzt schon vor, die heute abzuschließen. Diese 4 Level werden wir heute noch machen. Krawall im Buddy-Schloss. Ich habe ein paar Buddies angeheuert, um meine Festung zu beschützen. Jetzt brauche ich noch ein Opfer, das sich als Mario-Imitator dem tödlichen Spießrutenlauf stellt. Naja, ich bin der echte Mario, aber egal. Er würde wahrscheinlich Holzkissen rumwerfen und beim Laufen R drücken, um Hechtsprünge zu machen. Ja, das würde ich machen. Wo weißt du das? Woher weiß der Papa vom Anonymen das? Gute Frage. Nächste Frage. Punkt 1. Was? Ha! Die Sounds von dem kleinen Mario sind so. Ich würde nicht sagen, blöd oder schlecht, aber sind auf jeden Fall seltsam. Dum, dum, dum. Lass mich mal hier durch. Zack, 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 zack. Hau mal ab, du. Mach doch meine Dinger kaputt, meine Kisten. Tschüss. Machst meine Kisten nicht kaputt, ist das klar? Zack. Das wäre doch mal cool, würde man hier so. Das so machen, dass man hier so eine Brücke bauen muss in der Lava. Das wäre ganz cool, würde ich sagen. Vielleicht macht das ja einer von euch. So, hier durch. Zack, zack, zack. Die Mauer kaputt. Was willst du, Bulli? Ich bin jetzt der Bulli hier. Bam. Tschüss. Ich bulli dich jetzt. So, das war nicht gewollt. Der soll da eigentlich nach unten. Na, nach unten. Na, nach unten. Yep. Bleib einfach da. So. Ui, könnte ich jetzt hier meine schöne Zeit für diese Folge hier verschwenden? Eine Treppe zu bauen. Soll ich das? Ich versuch's mal. Na, okay. Nee. Oder? Ich muss ja nicht mal eine große Leiter bauen. Ich muss ja eigentlich nur. Ja, lass nicht. Ich kann ja so einen Jump machen. Jawohl, warte. Eventuell schaffe ich das noch. Ja, so nicht. Das war dumm. Nein! Ah, ist auch egal, komm. Ich brauche keine Münzen. Oh Gott, Hilfe! Ich habe nichts gesagt! Tschüss! Oh Gott! Das wollte ich gar nicht, ich habe es nicht gesehen. Oh Mann. Ich hätte natürlich die Feuerblume genommen, wenn ich es gewusst. Obwohl, hier kann ich an den Dings klettern. Das ist ganz nett. Dumm, bum, bum, bum. Oh, ist das Finale gegen den Bullies oder was? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, nein! Die machen meine Böden kaputt. Okay, vielleicht wäre die Katze doch ganz gut. Geist kann ich wirklich mitkämpfen. Also kann ich schon, aber mit Vollblume kann ich halt besser kämpfen. Aber ist trotzdem vielleicht besser so hier, weil. Oh Gott, Hilfe. Oh nein. Nein! Nein! Boing! Boing! Bin ich dran klettern? Bin ich dran? Wo bin ich? Hier bin ich. Okay. Du verbrennst bitte. Yes, wir haben ihn runtergestoßen. Okay. Oh, durch, 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 durch. Schnell. Ziel? Yes, Ziel. Ich riech schon. Ich riech schon die goldene Flagge da oben. Yes. Bam, 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 bam. Mario, warum machst du nicht einen Tanz? Naja, wie auch immer. 3 Level. Die schaffen wir doch hoffentlich innerhalb von 15 Minuten vielleicht. Vielleicht ist es auch eine kleine längere Folge. Ich will nämlich heute wirklich alles durchmachen hier. Der Maulwurf-Clan auf dem Eisberg. Diese Monty-Maulwürfe sollten eine gute Trainingsgelegenheit sein. Aber für meinen Sohn ist das vielleicht noch etwas zu schwierig. Könnte jemand bitte einen Testlauf absolvieren, damit ich sehe, ob es schaffbar ist? Vater und Krieger. Okay, Vater und Krieger. Toller Name, den Sie da haben, by the way. Ich werde das gerne für Sie tun. Der Maulwurf-Clan auf dem Eisberg. Okay. Wir sind Profis, Leute, ne? Wir schaffen das mit links. Manchmal auch mit rechts, aber. Was ich sagen will, ist, dass wir das ohne Probleme mit Bravour meistern. Zack. Okay, das ist cool.
Na komm, ich will meinen Yoshinski haben. Okay. Nice! Cool! Na komm. Ende. Yoshi? Yoshi, ist das gerade dein Kackernst? Wenn ich jetzt sterbe. Wenn ich jetzt sterbe. Wenn ich jetzt sterbe. Ziel? Ziel! Nein! Ziel! Yes, Ziel! Lol! Was war das bitte für ein Level? Man konnte alles wegskippen. Ich habe einfach alles geskippt irgendwie. Ich brauchte noch nicht mal den Yoshi, der war noch nicht mal wichtig. Naja, egal. Nicht mal für irgendeinen Starcoin oder so. Okay, vorletztes Level. Ich denke mal, das hier wird mega schwer. Oh, ihr seht schon, ja, beide haben 4 Sterne Schwierigkeit. Schlossrenovierung. Ich habe den Auftrag erhalten, ein Schloss zu renovieren. Ich hatte schon ein paar fabelhafte Ideen, aber ich bräuchte noch einen Testperson, um zu sehen, ob unbedarfte Besucher überhaupt noch das Ziel erreichen können. Bauunternehmer. Oh Gott, wir müssen Fallen testen. Sehr viele. 2x in 2 Leveln. Oh Gott. Schlossrenovierung. Weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Da kann ich nicht durch, also muss ich hier. Die Tür ist meine einzige Option in dem Fall. Da soll ich hoch. Okay. Nicht treffen lassen. Okay. Okay. Das ist ja noch relativ simpel. Würde ich mal so sagen. Da rein. Und dann. Das ist so seltsam. Den zack nach da werfen. Stirbt dann. Okay, nehmen wir den P-Switch mit. Dann hier durch, I guess. Und dann sind wir wieder hier. Und was soll ich dann machen? Hier durch. Wo bin ich denn jetzt? Okay. So, warte, dann kann ich aber das hier schon mal wegspringen. Weil dann kann ich das auch wegspringen. Na, ah, brauche ich wahrscheinlich was anderes für. Na egal. Hier hoch. Hier den Weg freispringen. Überall. Das ist nämlich schwer. So, ich versuche mich konzentrieren. Weil ich das jetzt schon wirklich machen will, schaffen will. Nee, also die Münzen da, auf die kacke ich da, ganz ehrlich. Die sind es mir echt nicht wert. So, muss mich hier beeilen? Oh Gott, da schmeißt mir so ganz viel Blödsinn hin. Was macht der? Aber immerhin gibt er mir viele Pilze, die ich jetzt nicht benutzen konnte. Toll. Hm. Muss ich nochmal aktivieren? Ja, ich denke schon. Gegner, Pilz. Schade. Ach, ich soll den P-Switch aktivieren, wenn ich dann hier auf dieser Plattform bin, denke ich mal. Okay, mal nochmal. Ich habe ja jetzt alles beiseite gestellt. So. P-Switch. Yes, gerade noch so. Uff, war das knapp. Oh Gott, der geht einen anderen Weg. Oh, One-Up. Dankeschön, das ist sehr nett von dir. Ich nehme mal noch mal einen mit. Vielleicht brauche ich den ja noch. Sorry, das war nicht zu testen. Doch, das passt, denke ich. Oh Gott. Hier kann ich stehen bleiben? Yes. Ja, das ist gut. Das ist das gute Dorf. Oh Gott. Hilfe! Mama! Was ist denn da wieder aufgestellt? Ja, das wollte ich jetzt. Genau. Kannst du bitte... Oh, Checkpoint! Vielen Dank, Leben. Ich habe einen Checkpoint bekommen. Ich nehme meinen besten Freund, den P-Schalter mit. Den P-Switch. Mein bester Freund. Er wird mich auf mein ganzes Abenteuer, mein restliches Abenteuer begleiten und mich an manchen Stellen sogar hindern, leider, aber das
Passiert bei Freundschaften. Manchmal hindern die einen. Egal, ich hatte einen Checkpoint und scheiße auf den B-Switch. Anscheinend brauche ich den nicht. Keine Ahnung, warum ich ihn da. Ach doch, ich weiß, warum ich ihn da bekommen habe, aber ich weiß nicht, warum ich den nochmal weiter mitnehmen konnte. Wie auch immer, ist nicht wichtig. Nee. Oh Gott, ich kann nicht. Oh, ich wollte mir jetzt noch einen Pilz holen. Schade. Okay, renn, 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 renn. Den nehmen wir auf. Den ziehen wir auf. Noch einen nehmen wir mit, zur Sicherheit. Yep, geht. Cool. Guten Tag, wie geht's euch so? Okay. Soll ich jetzt hier lang? Hier war ich doch gerade. Ich denke mal, ich soll in die Röhre gehen. Bin mir aber nicht sicher. Also ich brauche auf jeden Fall den Schlaripanzer für irgendwas. Was ist mir noch nicht bekannt? Ich habe ihn jetzt noch... Ja, jetzt kann ich hier sogar durch. Ja, und jetzt? Die Tür da. Aber warte mal, wenn ich doch da jetzt kaputt mache, dann komme ich da doch nicht mehr rein. Ah doch, da ist eine Plattform. Ah, ja, ja, dahinter ist eine Plattform. Ah ja. Hallo? Schon wenig gestört. Findet ihr nicht? Naja, die lachen mich nur aus. Denken sie so, haha, was ein Opfer. Der muss jetzt da leiden. Und ich denke mir so, hey, ihr seid ihr gestört. Jackie, Jackie. Nein. Ach so, nein. Egal, ich brauche das nicht. Oh Gott, oh Gott. Na, vielleicht doch. Was, ich kann die kaputt machen, aber wie cool. Oh Gott, er kommt zurück. Nein, nein, komm nicht zu mir. Verfolg mich nicht. Zack. Ich will einfach nur... Ich besiege ihn mal. Vielleicht kriege ich was dafür. Nein. Schade. Vielleicht kriege ich einen Schlüssel oder so. Das weiß ich ja nicht. Kann ja mal sein. So, hier mache ich mal auf. Ich denke mal, das ist schon ganz nützlich. Okay, die bringen mir nicht die Blöcke. Dort spawnt irgendwas, aber egal. Ich glaube, ich muss da lang durch die Tür. Vielleicht ist das so eine Tür, die macht halt meinen Schlachtpanzer weg, damit ich die Blöcke aktivieren kann. Nee, nee. Was anderes. Nur 50er Münze, okay. Ziel! Pff. Okay, das Ende war sehr, sehr seltsam aufgebaut. Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Aber wir haben es durch. Oh Leute, das letzte Level kommt auf uns zu. Yes! Yahoo! Davon nur 300 oder ja gut, 450 Münzen ist schon ganz viel, aber ich weiß nicht. Letztes Level, der Level 90, der unbesiegbare Windsprinter. Heute Nacht erwartet uns ein sternenklarer Himmel. Es ist allerdings mit heftigen Windböen zu rechnen. Wer einen Superstern zu fassen bekommt, kann über die Stacheln rennen und mit dem Wind in Rücken und gedrückten Y wie eine Sternstube herumzischen. Oder Meteorologin, oh Gott. Die Meteorologin hat unser letztes Level zubereitet. Okay. Das wird mich nicht aufhalten. Definitiv nicht. Nein. Niemals. Oh, es ist ein Mancha-Run. Es ist so ein Mancha-Run-artiges Level. Ja. Warum nicht? Nein, der hat mich voll geschwollen am Ende. Es ist ein Speedrun-Level, also... Oh Gott, hier Game Over gehen, das geht ja ganz schnell. Ruckzuck. Oh Gott, ich muss meinen Speed behalten. Was? Wieso das denn? Also das Level sieht cool aus. Aber... Zum einen unerwartet. Also zum einen, ja gut, nachdem ich die Beschreibung gelesen habe, nicht mehr so unerwartet, aber... Ich hab's dann am Anfang nicht erwartet, dass jetzt das passieren wird. Oh Gott, nein, ich mache wieder die gleichen Fehler. Ich mache wieder die gleichen Fehler. Warum durch auf neu starten, wenn das noch länger dauert? Aber mir wird es keinen Checkpoint geben, das sehe ich jetzt schon. Das ist zu kurz für einen Checkpoint. Dann lohnt sich ein Checkpoint nicht. Oh Gott. Ich mache schon wieder Fehler. Aber ich kann ja die Fehler wieder ausbessern, ne?
Okay, nee. Ich weiß nicht, was ich an der Stelle machen soll. Ich denke, ich... Nee, ich weiß echt nicht. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Und da gehen jetzt meine ganzen One-Ups fliegen. Ich warte mal das nochmal an der Stelle. Und renne nicht durch. Bis der Mannschaft weg ist, aber ich hab's verkackt. Okay, nee. Keine Ahnung. Schade. Ich gehe extra auf aufgeben, weil unser Preis für alle Level mit Mario machen wollen wir ja noch bekommen. Luigi wird niemals drankommen. Niemals. So, und damit ich auch nicht außersehen den aktiviere wie einmal zuvor, werde ich jetzt immer wieder auf aufgeben gehen nach einem Game Over. So. Okay. So, ganz schnell durch. Vielleicht auf die Windböe warten. Nee, was soll ich denn da machen? Wie komme ich denn da durch? Was mache ich falsch? Irgendwas mache ich hier falsch. Und ich bin am herausfinden, was es ist. Noch weiß es aber leider nicht. Okay, der Mannschaft ist gespawnt. Ist er nicht. Wie bitte? Wie soll ich das machen? Ich mach mal alles, was das Level von mir erwartet hier. Also alles richtig so gesehen. Ich bin gesprungen. Vielleicht soll ich da mehrmals springen. Ich denke, ich soll da mehrmals springen, aber ich weiß es nicht. Habe ich das nicht vorhin schon gemacht? Oh Gott. Okay, jetzt bin ich kein einziges Mal irgendwo dran gestoßen. Und fall trotzdem einfach in ein Loch rein. Alles klar. Natürlich. Passiert. Spoing. Okay. Ach, ich muss wirklich nur im letzten Moment springen und wir haben's! Woo, what? Alles klar. Alles klar. Was? Wie bitte? Nichts? Hallo? Outfit? Mario. Alles Mario. Alles mit Mario geschafft. Warum kriege ich dann keinen Preis? Oh! Oh! Okay, hier, 1000 Münzen. Leg ich mal los, was macht die denn jetzt? Hä? Also gibt's noch mehr zu machen? Lol. Was baut die denn jetzt da? Okay. Ich bin gerade ein wenig verwirrt, aber lass mal sehen. Ja, bau weiter. Ich habe genug Münzen. Hoffentlich habe ich genug Münzen, weil sonst bin ich echt aggro. Sieht echt cool aus eigentlich. Na komm. War's das jetzt bitte? Ich will einfach nur mein Mario-Outfit und das Let's Play beenden. Ist das okay? Toadette? Was wird denn das? Hey, was baut die denn da? Hier, nimm mein ganzes Cash. Nimm es. Ich steck's dir rein. Komm. Nimm es einfach. Also jetzt nicht falsch denken mit, was ich gerade gesagt habe. So meine ich es nämlich nicht. Na komm. Nom, fress es einfach. Nom. Mario macht das ja auch immer in Mario World. Er saugt das so ein. Mach du das auch mal. Soll das ein Pixelart da darstellen? So ein Mario, glaube ich. Das sogar am Springen ist, glaube ich, soll das sein. Oder bin ich gerade dumm? Das sah jetzt schon irgendwie aus, als soll das so ein seltsames
Pixel. Doch, das wird ein Pixelart. Bin mir da sehr sicher. Lol. Na komm, ich will mein Outfit. Ey, sag mir jetzt nicht, das reicht nicht. Komm, beende es. Toadette, beende es. Ach, komm. Komm schon, jetzt beende es. Wehe, die will nochmal 1000. Weil ich habe jetzt nur noch 892 und ich habe keinen Bock nochmal irgendwas zu machen auf Screen. Komm. Nicht die Ernst, oder? Na nun, es ist vollendet, aber ich habe das Gefühl, was fehlt noch. Was? Die will nochmal 1000? Ernsthaft jetzt? Sieht doch gut aus. Sieht doch aus wie Mario, oder nicht? Was fehlt denn? Ich werde mal kurz ein Level machen und das Geld holen. So. So, bitte sagt mir, dass ich jetzt alles durch habe. Bitte. Ja, bitte. Nimm mein Geld. Nimm einfach mein scheiß Geld. Was fehlte noch? Was auch immer das ist, fehlte anscheinend noch. Okay. Tada. Ich habe doch tatsächlich den Superhammer vergessen. Ich schätze auch dem größten Genie unterläuft mal ein Missgeschick. Und ich kann die Toilettenstimme gerade nicht, weil ich krank bin. Ich habe noch viele weitere Ideen, wenn du die nötigen Münzen hast. Was? Was? Ist das gerade ihr Ernst? Sie will noch mehr Münzen? Ach, das ist ein Baumeister, Mario. Jetzt sehe ich das erst. Warte, Hund, warum bist du draußen? Ja. Der Hund kann mir irgendwas Lustiges sagen. So, ich weiß es noch nicht ganz genau, wie ich das zusammenschneiden werde. Aber ihr werdet mitbekommen, Toadette will einfach 1000 Münzen noch mal mehr haben. Yay. Zum Glück will sie nicht noch mehr haben. Ich habe nachgeguckt, was alles gibt. Toadette will noch mal 1000 Münzen. Und der Hund hat auch noch mal was für 100 Münzen oder so. Ich weiß nicht genau, was er hat. Irgendwas Lustiges zum Sagen anscheinend. Das werden wir uns auch noch anschauen. Aber erstmal seht ihr oben links, ich habe schon wenig Coins gefarmt. Und das innerhalb von vielleicht 20 Minuten, wenn überhaupt. Wahrscheinlich sogar weniger. 15 Minuten, vielleicht sogar weniger. 10 Minuten. Und wie man so schnell Münzen farmt, das zeige ich euch mal eben. Ihr müsst tot gehen. 70, Level 70 im Eistaffen Regen auf Deutsch. Und da geht er rein. Hier könnt ihr nämlich innerhalb von 20 Sekunden ganze 80 Münzen bekommen. Ja, das zeige ich euch mal wie. Ist eigentlich ziemlich einfach. Also am Anfang hatte ich ein wenig Probleme mit dem Level hier, wenn ihr euch noch erinnert, aber. Mittlerweile habe ich es eigentlich ziemlich gut drauf. Dumm, 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 zack. So, jetzt bitte keinen Anfängerfehler machen. Oh Gott. Zack. Hat vorhin den Vorführeffekt, da muss ich die Aufnahme nochmal neu machen, weil das wäre sonst peinlich gewesen. Aber es passt, yeah. Was habe ich gesagt? Nee, egal, nix. Und ihr habt ihr gesehen, ihr könnt ganze 80 Münzen innerhalb von ca. 20 Sekunden bekommen. Das ist schon krass, muss ich sagen. Zack. 1000 Münzen. Und man kann, ich glaube, 9999 Münzen insgesamt tragen. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich werde es auch nicht ausprobieren. Ah ja. Wir werden die jetzt zu Dad geben. Damit sie noch was Cooles baut. Ja. Ja, hier. Ding. Alles klar, dann leg ich mal los. Ja, das für 1000 weitere Münzen. Luigi auf der Schulter. Geil. Baumeister Mario in Klammern Fragezeichen fertig. Tada und fertig. Hier war noch etwas Platz, da habe ich auch noch Luigi hinzugefügt. Unglaublich, es ist alles fertig. Wir sind ein tolles Team, du und ich. Mehr habe ich nicht zu bieten, aber du kannst ja einfach meine bisherigen Werke noch ein bisschen bewundern. Yeah. Oh, es gibt einen neuen Auftrag. Den schauen wir uns nochmal in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Gesundheit.